Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, alle, die vor dem Bildschirm sitzen, alle, die sich das etwas später nachsehen werden und ganz besonders natürlich unsere Referentin, Frau Ingrid Grill-Hollinger, die für uns auch insofern ganz besonders ist, weil sie uns dann in der Produktionsphase auch als Coach zur Verfügung stehen wird. Das heißt, wer möchte, kann ihr die Entwürfe und Ideen schicken und sie schaut mal drüber und gibt Feedback. Ja, vielleicht kurz ein paar organisatorische Sachen, bevor ich Sie dann bitte, ein paar Worte zu sich selbst zu sagen. Ich möchte alle daran erinnern, dass ihr aufzeigen könnt mit diesem obersten rechten Symbol, diesem Mäxchen, das aufzeigt. Dann kann ich auch das Mikrofon und die Kamera freigeben und ihr könnt euch direkt einschalten. Sonst ist natürlich der Chat eine Möglichkeit, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wen der Chat stört, der kann gerne auf Vollbild klicken bei der Präsentation. Dann seht ihr nur noch das Bild und nicht mehr den Chat. Ja, wir werden mindestens zwei Zeiten machen, wo wir auch Fragen einbauen können. Und ich werde mir das auch kurz notieren, ein paar Stichworte, damit keine Fragen unter den Tisch fallen. Frau Grill, bitte, vielleicht stellen Sie sich kurz vor und dann können Sie Ihre Präsentation starten. Ja, ich sage Grüß Gott aus München und freue mich sehr, hier bei Open Rally mitmachen zu dürfen. Für mich ist das eine absolute Premiere und ein Experiment und ich finde das jetzt ganz merkwürdig, zu Menschen zu sprechen, die überall verstreut sind und ich habe keinen Blickkontakt. Ich sehe aber rechts die Liste, also einige kenne ich schon. Hallo, Herr Lehnhardt. Und die anderen werde ich vielleicht jetzt noch im Laufe des Abends kennenlernen. Ich versuche es mal. Zu meiner Person. Ich bin Fachberaterin für evangelische Religion am Gymnasium in der südlichen Hälfte Bayerns. Und hier bin ich für die Beratung der Kolleginnen und Kollegen zuständig. Ich besuche sie im Unterricht zum Beispiel, veranstalte Fortbildungen und vieles mehr. Deswegen ist jetzt auch das Coaching, was ich dann demnächst hier anbiete, ja, gehört ein bisschen auch zu meiner täglichen Arbeit. In verschiedenen Gremien und Arbeitskreisen bin ich auch viel mit Kompetenzorientierung beschäftigt. An zwei Tagen in der Woche unterrichte ich am Wittelsbacher Gymnasium in München. Außerdem arbeite ich mit einem Team von Kollegen und Kolleginnen am Religionsbuch Ortswechsel, über das jetzt dann gleich auch mein Vortrag gehen wird. Das Herausgeberteam dieses Buches besteht aus Sebastian Görnitz-Rückert, Andrea Rückert, Tanja Goini und mir. Jetzt versuche ich mal, meine PowerPoint in Gang zu bringen. Da sind manchmal dann auch kleinere Bilder drauf. Dann müssten Sie vielleicht auf Vollbildmodus klicken. Ja, Kompetenzorientierung begegnet einem in der Regel ja erstmal als ein Begriffswirrwarr, der es nicht unbedingt erleichtert, sich auf die Sache zu konzentrieren. Es ist oft sehr formal, es ist manchmal etwas schematisch und deswegen finde ich es ganz toll, dass Sie in Ihrem Projekt in der Regel von gutem und kompetenzorientiertem Unterricht sprechen. Ich denke, dass beides gehört zusammen. Kompetenzorientierung ist ja an sich nichts Neues, sondern legt den Fokus auf eine bestimmte Perspektive von Unterricht und muss sich letztlich daran messen lassen, ob ein guter Unterricht dabei herauskommt. Und darüber muss man sich ja auch erstmal verständigen, was ein guter Unterricht eigentlich ist. Dieser Frage möchte ich jetzt vielleicht ein bisschen nachspüren, indem ich Ihnen das Buch Ortswechsel vorstelle. Das, so behaupte ich das mal, in seiner Grundkonzeption kompetenzorientiert ist, ohne sich immer an formalen Vorgaben oder an Begrifflichkeiten der Kompetenzorientierung zu orientieren. Indem ich jetzt die einzelnen Elemente dieses Buches einfach mal zeige, kann ich vielleicht etwas davon sichtbar machen, ja, was für mich persönlich guter Religionsunterricht ist. Es ist für Sie jetzt natürlich nicht so einfach, wenn Sie dieses Buch nicht vorliegen haben. Ich habe auch immer mal wieder jetzt Seiten einfach eingescannt und ich hoffe, Sie können ein bisschen was davon auch sehen. Dieses Buch hilft also nicht nur, die Kompetenzerwartungen der verschiedenen Lehrpläne auf Inhalte zu beziehen, sondern es gibt auch ganz grundsätzlich Anregungen für eine kompetenzorientierte
Didaktik und Methodik. Ich muss dazu vielleicht noch sagen, dieses Buch ist in Bayern von den Jahrgangsstufen 5 bis 11, 12 erscheint demnächst, erschienen in Einzelbänden und erscheint im Moment in den anderen Bundesländern. Österreich haben wir noch nicht dabei. Wir haben 5, 6 inzwischen auf dem Markt, 7, 8, 9 für Nordrhein-Westfalen und die anderen Doppelbände sind im Genehmigungsverfahren. Vielleicht schauen wir uns zunächst mal den Titel an. Ich möchte Sie einladen, ob Sie einfach mal nachdenken möchten, wo und wann Sie heute schon einen Ortswechsel erlebt haben. An welchem Ort waren Sie gerne? Wo sind Sie gerne? Wo sind Sie jetzt im Moment? Erinnern Sie sich an wichtige Ortswechsel in Ihrem Leben? Verändern Sie selbst sich an verschiedenen Orten? Ortswechsel ist für, ich glaube, jede einzelne Person eine elementare Erfahrung. Lebenskrisen, Lebenschancen, Verunsicherungen, Neugier, wechselnde Lebensphasen. Alles das verbindet sich für mich mit Ortswechseln. Und an jedem dieser großen Ortswechsel des Lebens wird, ja, könnte man sagen, wird das Leben und wird die Person selbst zum Thema. Und als von daher ist Ortswechsel auch eine religiöse Kategorie. Das Leben wird fraglich. Nicht zuletzt erzählt die Bibel an entscheidenden Stellen von Ortswechseln, der Exodus Israels, die Wanderung durch die Wüste, Neues Testament von Galiläa nach Jerusalem, immer geht es um Ortswechsel. Das heißt, religionspädagogisch gesprochen ist der Ortswechsel eine elementare Kategorie im Sinne von Karl-Ernst Nipkow, der ja gesagt hat, Elementarisierung besteht darin, dass die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, aber auch von mir als Person, sich verschränkt mit der Theologie, mit Religion, mit der Frage nach dem Ganzen. Ich denke, die Wurzel einer guten Kompetenzorientierung ist, solche Situationen, solche Materialien, solche Themen aufzuspüren, in denen sich die Person, die Lebenswelt vernetzt mit der religiösen Frage. Und zwar nicht nur als Aufhänger, von dem man dann überspringt auf einen theologischen Inhalt, sondern als Verschränkung, die sich durchzieht durch den Unterricht. Das ist das, was in der Theorie der Kompetenzorientierung vielleicht auch als Anforderungssituation beschrieben wird. Ortswechsel verknüpft also, das ist das Programm dieses Buches, theologische Reflexion mit konsequenter Schülerorientierung. Jedes Kapitel in Ortswechsel, hier sind wir also bei dem Gotteskapitel, ich bin da, das sich am Exodus entlang orientiert. Jedes Kapitel in Ortswechsel beginnt mit einer Seite mit großen Fragen. Fragen, die schwierig sind, Fragen, die von vornherein nicht unbedingt zu beantworten sind und in denen auch die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer auf Augenhöhe sich begegnen, denn das können wir nun wirklich nicht besser beantworten als die Kinder. Das habe ich vorhin nicht gesagt, ich bin jetzt also in Ortswechsel 5, 6, das merkt man natürlich auch am Stil der Sprache, das Buch, das jetzt auch für ganz Deutschland erschienen ist, bin also in der Unterstufe. Das Prinzip gilt aber für alle Jahrgangsstufen. Es entsteht also durch jede erste Seite dieses Buches ein Raum offener Fragen. Konzeptionell bewegen wir uns im Bereich des Theologisierens und Philosophierens mit Kindern. Und ja, ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt von Kompetenzorientierung, diese Fragen stellen, diese Fragen aushalten und diese Fragen kommunizieren zu können. Als nächstes folgt in jedem Kapitel der Buchreihe Ortswechsel eine Doppelseite mit Materialien zum Einstieg. Hier haben wir also den Einstieg in die Exodus-Tradition und man kann hier was Typisches dieser Doppelseiten zeigen. Sie sind in der Regel ambivalent konstruiert. Wir haben also hier links die Freude der Freundinnen, der Miriam, über die gelungene Flucht durchs Schilfmeer. Sie singen, sie tanzen und wir haben auch den Text darunter und rechts daneben ganz entgegengesetzt eine Zeichnung von Thomas Zacharias. Die Ägypter versinken im Meer, man sieht hier, gibt also diesen Zeiger, ne? Man sieht hier
ein Pferd, das versinkt, was die Kinder auch immer ganz besonders bewegt. Und wir haben hier gleich auf der ersten Seite des Kapitels die Ambivalenz auch des Gottesglaubens, der Gott, der befreit, über den man sich freut, und die ja auch das Erschrecken und die Frage, warum lässt Gott so etwas zu und was können die ägyptischen Soldaten, was können die Pferde eigentlich dazu? Man sieht hier auch, diese erste Doppelseite führt mitten hinein ins Thema. Das ist so ein Grundprinzip, also wir gehen nicht chronologisch vor, wir führen nicht langsam hin aufs Thema, sondern diese erste Seite, ich habe sie auch nochmal aufgeschrieben, soll den Knackpunkt des ganzen Themenbereichs eigentlich benennen und die Grundproblematik, die in der sich im Lebenswelt und Theologie treffen, also die elementare Grundproblematik, die Anforderungssituation in der Sprache der Kompetenzorientierung. Ich zeige nochmal zwei andere Beispiele für so erste Doppelseiten. Das ist jetzt also zum Beispiel Reformation in der 8. Klasse. Da haben wir links eine Szene aus dem Film. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Die Situation Luthers vor dem Wormser Reichstag und rechts hervorgehoben ein Zitat aus der Freiheitsschrift, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge. Also Freiheit ist hier das Thema, in das mitten hineingegangen wird und wir fangen das Luther-Kapitel nicht mit der Kindheit Luthers an, die kommt dann natürlich noch, sondern damit es geht hier um Freiheit. Oder 9. Klasse, das ist in manchen Bundesländern ist es auch 10. Kreuzestheologie, Jesus, alles für mich, fängt hier also an mit einem Mädchen mit einem viel zu großen Blumenstrauß, also ein viel zu großes Geschenk. Die Theologie des Pronobis wird an einem riesengroßen Geschenk, an dem Empfang dieses Geschenks verdeutlicht, was ja auch wieder durchaus ambivalent ist. So ein großes Geschenk und auf der rechten Seite Baselitz, der umgedrehte Christus, das umgedrehte Kreuz, was ja zum großen Skandal in der dortigen Kirche geführt hat, alles für mich töricht, also das Kreuz als Torheit, wie Paulus das auch sagt. Damit sind wir mitten in der Kreuzestheologie drin, auch das hier so eine erste Seite. Diese Seiten, aber auch alle anderen Materialien im Buch, sind zumindest der Absicht nach starke Materialien. Sie sind zumeist unverbraucht. Man hat ja in Religionsbüchern sonst oft auch immer dieselben Materialien. Also wir haben uns bemüht, neue Dinge, auch aktuelle Dinge zu bringen, provozierende, manchmal schräge und überraschende Materialien, durchaus auch umstritten bei den Leserinnen und Lesern, bei den Schülern weniger. Ich finde das Motto von Bernd Bolscher so schön, der sagt, Religionsunterricht muss zur Sache und unter die Haut gehen. Also das wäre so, wie wir uns die Materialien gewünscht hätten. Ob es immer gelungen ist, müssen Sie sehen. Jetzt zeige ich Ihnen mal so eine typische Doppelseite, die dann folgt. Das ist also eine Seite mitten aus dem Exodus-Kapitel, also die Gottesfrage in der 5., 6. Jahrgangsstufe. Es ist die Seite, die Gottesbegegnung am Sinai, den Empfang der 10 Gebote und den Bund mit Gott thematisiert, also durchaus schwierige Fragen für Kinder. Wenn Sie das, müssen Sie jetzt wahrscheinlich ganz groß schalten, aber Sie müssen auch nicht unbedingt alles lesen können. Ich paraphrasiere jetzt mal, was wichtig ist. Links geht es um die Frage, wo ist Gott? Also der Sinai als Berg, das ist auch ein typisches Element von Ortswechsel, das hier wirklich sehr immer vom Räumlichen, wirklich auch Bilder werden wörtlich genommen und nicht gleich in ihrer Bedeutung transformiert, sondern erstmal, es geht um einen Berg. Jetzt sind also hier verschiedene heilige Berge, ein Berggottesdienst, wieder den Zeiger, Berggottesdienst, verschiedene heilige Berge. Und die Frage, ist Gott auf dem Berg? Psalm 121, Gott ist nicht auf dem Berg. Also es wird hier den Kindern schon zugemutet, diese Symbolik zu durchschauen, dass es um eine Bedeutung geht, um eine Aussage, die man über Gott machen möchte. Eine kleine Geschichte von Martin Buber. Zwei Kinder wetten, ich wette, ich gebe dir einen Gulden, wenn du mir sagst, wo Gott wohnt. Und der andere sagt, und ich gebe dir 2 Gulden, wenn du mir sagst, wo er nicht wohnt. Also die Kinder sollen sich auf dieser Seite der Unnahbarkeit und Unsichtbarkeit Gottes annähern, sollen aber durchaus verstehen, dass es einen symbolischen Wert hat, ihn auf dem Berg zu platzieren. Mose hat ihn auf dem Berg gesehen.
so erzählt die Bibel. Rechts den Gedanken des Bundes, symbolisiert an drei Szenen des Händedrucks. Welchem ähnelt der Bund, den Gott mit den Menschen schließt, nach Exodus am ehesten? Wir haben hier das erste Gebot. Wir haben hier die Definition von Luther. Ein Gott haben ist nichts anderes, als ihm von Herzen trauen und glauben. Und eben den Grundgedanken, der sich dann auch durch alle Jahrgänge durchzieht, den Gottesglauben als Beziehung zu begreifen. Das wird also hier in der fünften Klasse schon angebahnt. Gott bindet sich selbst. Und es steht dann eben da auch da, dieses Element erkläre ich gleich noch. Wenn Gott einen Bund schließt, dann ist er ja selbst gebunden. Wir gucken jetzt mal einzelne Elemente dieser Seite an, die man eben nicht gut lesen konnte. Hier sehen Sie die typische Art und Weise, wie in Ortswechsel Aufgaben gestellt werden. Was möglichst nicht passieren soll und hoffentlich auch nur ganz selten passiert ist, sind W-Fragen, enge Fragen, Entscheidungsfragen. Stattdessen werden Impulse gesetzt, handlungsorientierte Aufgaben, kreative Aufgaben. Also die erste gleich, Berge gelten in vielen Religionen als besondere Orte. Das ist überhaupt keine Frage, aber den Kindern fällt sofort was dazu ein. Dann die Aufgabe, schreib etwas heraus, was mit Sehen, Hören, Spüren und Riechen hat. Also die Theophanien in Exodus und dann auch in 1. Könige, der Prophet Elia, der dann Gott eben nur im sanften Säuseln erlebt. Die Analyse des Psalms, die Auseinandersetzung mit der Geschichte. Dann auch hier ein typisches kreatives, eine kreative Möglichkeit, stellt Standbilder, also versucht eigene Beziehungen durch Hände auszudrücken und daneben zu gucken, welches Händebild passt am besten zum Bund, der von Gott erzählt wird. Dann auch ein kritischer Gedanke, es sieht fast so aus, als ob Gott Bedingungen für seine Treue stellt, also wenn ihr mir treu seid, bin ich euch auch treu. Das muss natürlich mal besprochen werden, ob das tatsächlich so ist. Ja, und dann auch eine kritische Schlussfrage. Es ist gar nicht so leicht zu erkennen, worauf man vertrauen kann. Kann man das bei Gott so genau wissen? Also wir versuchen in Ortswechsel einen kritischen Glauben zu befördern, stellen auch immer noch mal schräge Fragen oder gehen noch mal um die Ecke mit den Gedanken, weil Kinder gerade in diesem Alter sehr zum Religionsstunden-Ich neigen und wir das Gefühl haben, dass wir das auch vom Buch her immer noch mal brechen müssen. Hier also nochmal die Prinzipien der Aufgabenstellungen und ich denke, das ist sehr, im Kern sind das kompetenzorientierte Aufgabenstellungen. Impulse statt Fragen, vielfältige Ideen und Aktionsformen, Schüleraktivierung, wo immer das geht, kommunizieren, experimentieren, analysieren, gestalten, sich besinnen auf etwas, also es geht nicht immer nur um Aktionismus, recherchieren, selbstständige Arbeit. Es gibt, das gab es jetzt auf dieser Seite nicht, aber das gibt es anderswo, ein Schließfach. Das sind Aufgaben, über deren Lösungen die Schüler auch schweigen dürfen, die sie für sich behalten dürfen. Und zuletzt, das muss man eben auch immer sagen, eine Auswahl ist möglich. Die Aufgaben richten sich an alle möglichen Klassengrößen, Lehrertypen, Schülertypen und man kann vielleicht manchmal nur eine oder zwei davon auswählen. Das Interessante ist allerdings, dass die Schüler mit auswählen. Also wir haben hier kein Vorsprungswissen der Lehrer, sondern diese Doppelseite liegt den Schülern vor und sie werden vielleicht auch manchmal sagen, welche Aufgabe sie gerne lösen möchten. Ein Element der Buchseiten sind dann die Infos, Informationskästchen, die jetzt auch kompetenzorientiert verstanden werden sollen. Sie sind Hintergrundwissen, sie bieten Klärungen, Begriffserklärungen, Unterscheidungen und so weiter, aber nicht als totes Wissen, das jetzt einfach gewusst werden muss, weil es an sich so wichtig ist, sondern immer als Wissen, das auf dieser Seite in Gebrauch genommen wird. Ich brauche auf der Bergeseite die Information über den Sinai, ich brauche auf der Bundseite eine kleine Klärung dessen, was eigentlich Bund heißt und dass es dann noch andere in der Bibel gibt und so weiter. Sind also die Infos. Dann haben wir noch so einen kleinen Gag, den wir auf nicht jeder, aber öfters mal auf den Seiten haben. Das ist das sogenannte Merke. Merkwürdig, aufgemerkt. Auf der Seite, die Sie gerade gesehen haben, hieß es ja, wenn Gott einen Bund schließt, dann ist er ja selbst gebunden. Das ist ja durchaus etwas, worüber man nachdenken kann und was man dann ja
auch im Neuen Testament sieht, die Selbstentäußerung Gottes, die Gott wird Mensch, also er bindet sich freiwillig, könnte man so sagen. Ein Merke ist also so ein bisschen die Ironisierung des früheren Merkes. Man muss sich was am Ende des Buchkapitels merken. Es ist ein Aufmerken, hier gibt es etwas zu bemerken. An diesem Gedanken beißt man sich fest. Hier stimmt doch etwas nicht, merkwürdig. Hier jetzt nochmal die ganze Seite, dass man nochmal sieht, wie ist das da platziert. Und da möchte ich auch noch auf etwas Wichtiges aufmerksam machen, was so eine Doppelseite jetzt ist. Ich hole mir nochmal wieder den Zeiger. Diese Doppelseite würde ich mal verstehen als so eine Art Raum. Also die Ortswechseldidaktik ist keine, die sich von links oben nach rechts unten hangelt, als sozusagen als Weg, sondern ich würde es mal eine Raumdidaktik nennen. Man könnte diese Seite auch rechts anfangen. Man kann mit der Geschichte von Buber genauso gut anfangen wie mit dem Händespiel oder den Übungen zu den Händen. Man kann mit Bildern von Bergen, die man auch vergrößern kann. In Bayern gibt es auch eine CD mit den Bildern pur, weil die ja hier immer recht klein sind. Und in den anderen Bundesländern wird es ein Lehrerhandbuch geben, wo auch die Bilder auf CD sind. Da kann man auch beginnen. Also es ist sozusagen ein Raum, den man an jedem Ort beginnen und in jeder Seite weiter beschreiten kann. Und es kann auch mal sein, dass dieser Raum von den Schülern beschritten wird. Also ich mache es auch manchmal so, dass ich einfach sage, wir legen die Doppelseite hin und worauf liegt jetzt euer Auge? Wo bleibt ihr hängen? Und auch das ist schon ein Austausch wert und es ist ganz, ganz interessant, was den Kindern auf diesen Seiten auffällt. Sie lieben solches freies Herangehen, ja, und man muss es halt dann aushalten und ist meistens sehr, sehr positiv überrascht, was da von den Kindern kommt. Das ist nochmal dieses Prinzip, die Doppelseite als Spielraum, der in verschiedene Richtungen beschritten werden kann und der Entscheidungsspielräume für Schülerinnen und Schüler und auch für Lehrkräfte gibt. Am Ende eines jeden Kapitels haben wir einen Rucksack. Zur Kompetenzorientierung gehört ja auch ganz wesentlich das aufbauende Lernen, das haltbare Lernen, das haltbare und brauchbare Wissen sozusagen. Und so wird am Ende immer überlegt, was war wichtig in diesem Kapitel, was wollt ihr euch merken, welche Begriffe könnt ihr jetzt gut erklären und so weiter. In Bayern werden hier auch Inhalte reingestellt, weil das in Bayern vom Lehrplan her vorgesehen ist. Mir gefällt es jetzt fast so auch sehr gut, dass die Schülerinnen und Schüler selbst ihren Rucksack füllen und man dann einfach Möglichkeiten findet, zum Beispiel durch ein Rucksackheft oder durch einen Internetraum, diesen Rucksack auch haltbar aufzubewahren. Und dann gibt es auch immer am Ende eines Kapitels eine Im-Zusammenhang-Aufgabe. Die bietet immer eine möglichst lebensnahe Anwendungssituation. Mal ist es mir, mal besser, mal weniger gelungen. Die Anwendungssituationen sind ja in Religion manchmal auch eben nicht so ganz alltäglich, aber man kann an ihnen die erworbenen Kompetenzen erproben. Man übt vernetztes Lernen, man nimmt auch nochmal verschiedene Kapitel miteinander in den Blick. Also je weiter die Bücher schreiten, desto mehr wird dann auch mal auf frühere Bücher zurückgegriffen. Und die ist ausbaufähig. In manchen Bundesländern gibt es das zu einer Kompetenzsicherungsaufgabe, wo also am Ende des Schuljahres auch des Halbjahres eine Aufgabe gestellt wird, die alle erworbenen Kompetenzen nochmal in den Blick nimmt. Am Ende eines jeden Buches gibt es ein Lexikon. Das ist natürlich auch wichtig für ein selbstständiges Lernen der Schüler, dass sie da selbstständig auch gucken. Diese Lexikonartikel, die sind alle gut verständlich, dazu braucht es also den Lehrer nicht. Es gibt Methodenseiten, die werden im Buch immer durch diesen Werkzeugkoffer angekündigt und auch da ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler die Methodenseiten selber verstehen sollen. Die sind ausführlich, sind auf den Religionsunterricht bezogen. Sie sollen ja selber methodenkompetent sein und nicht nur sich vom Lehrer und Lehrerin überraschen lassen, was der wieder vorbereitet hat. Und es gibt einen breit gefächerten Service, auf die Homepage kommt gleich nochmal auf einer anderen Seite, die klicke ich jetzt mal weg. Hier haben Sie jetzt nochmal die gesamten Elemente, die ich gerade geschildert habe,
die typisch für Ortswechsel sind, die meiner Meinung nach aber einfach wichtig für den Unterricht sind, über das Buch hinaus, und die für mich eigentlich so den, ja eigentlich Kompetenzorientierung bedeuten. Jetzt haben Sie es hier nochmal im Überblick, wenn Sie sich für das Buch interessieren. Also dieses 5.6 ist für ganz Deutschland erschienen inzwischen und auch schon kräftig im Gebrauch. Nächstes Jahr erscheint ein Lehrerkommentar. Die Nachfolgebände sind in den Genehmigungsverfahren und wir hoffen, dass das also bald beendet wird, das Genehmigungsverfahren, positiv für uns. Und Sie haben also zwei Homepages, auf denen Sie was erfahren können. Vielleicht können die dann auch in Open Rally irgendwie eingestellt werden, damit Sie das jetzt nicht abschreiben müssen. Das eine ist die bayerische Homepage, die ist deswegen interessant, weil sie auch einzelne Kommentare zu den einzelnen Seiten schon hat. In Bayern gibt es also kein Lehrerhandbuch, sondern ein virtuelles Lehrerhandbuch. Das gesamte Lexikon ist drin, das ist auch außerhalb des Buches interessant. Alle Methoden und das Grundwissen, so wie es in Bayern also verbindlich ist. Und dann haben Sie hier haben Sie also, ah ja, das ist jetzt sogar angeklickt. Haben Sie das gemacht? Ich nicht, nein, ich klicke sie immer nur weg, wenn sie drauf vergessen. Ich habe da jetzt drauf geklickt und da ist es gekommen. Also das ist die genau, da können Sie sie hin und weg die für ganz Deutschland, die Homepage, wo Sie also nachgucken können und wo Sie auch die Bücher blättern können. Die stehen komplett drinnen. Ja, das war jetzt also der erste Teil dessen, was ich zu sagen habe. Ich bin jetzt also einfach mal im Schnellverfahren durch dieses Buch durchgegangen und habe Ihnen die Elemente gezeigt, die für mich gleichzeitig Elemente guten kompetenzorientierten Lernens sind. Mit dem rechten Auge habe ich gesehen, dass hier unglaublich viel gechattet wurde. Das habe ich jetzt einfach ignoriert, weil ich sonst durcheinander gekommen wäre. Sollen wir jetzt darüber kurz reden oder soll ich? Ich habe, was ich ja jetzt also noch vorbereitet habe, ist eine kleine Unterrichtseinheit für den Anfang der fünften Jahrgangsstufe. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Schnitt für Fragen. Okay. Ja, nachdem sich das ja auf das bezieht, was Sie gesagt haben, jetzt wäre das, glaube ich, praktisch. Ja, ich eine Frage war. Entschuldigung, bitte Jörg. Ich bringe gleich was ein, weil ich es ja gut verfolgen konnte. Zum einen haben wir in den Chat direkt die Links gestellt zu den PDF-Dokumenten, also die Dinge, die Sie uns gerade gezeigt haben. Das Dokument Hier stehe ich beispielsweise, die Luther-Einheit oder auch das Lexikon, sodass die Teilnehmenden hier gleich mal nachschlagen konnten, während sie noch referieren. Und was so jetzt am meisten Resonanz erzeugt hat, war nochmal das Stichwort der Anwendungssituation. Sie haben ja selber gesagt, das ist in der Religion nicht unbedingt so alltagsnahe oft. Vielleicht können Sie da nochmal darauf eingehen, auf die Anwendungssituation, wo denn die Schülerinnen und Schüler dann auch andocken können. Ja, also die Anwendungssituation, das habe ich versucht am Anfang zu sagen, ist ja schon mal sozusagen, die berührt sich für mich sehr mit dem Elementarisierungsgedanken. In welchen Lebenssituationen sind religiöse Fragen unmittelbar präsent? Jetzt gibt es natürlich Anwendungssituationen, die sind sehr alltagsnah. Die haben wir, also zum Beispiel, das habe ich jetzt nicht in der PowerPoint, wenn Israel durch die Wüste geht, dann haben wir auf der Seite einen Ausschnitt aus Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Und es geht einfach um Umzüge. Wie geht es dir, wenn du in die Fremde gehst? Wo hast du das schon mal erlebt? Also ich denke, der Umzug ist eine Ortswechselsituation, die einen sehr stark in die Krise treiben kann und das für Kinder sehr, sehr wichtig ist, darüber zu reden. Und so wird also Israels Wüstenerfahrung mit Umzügen kurz geschlossen und nicht nur so als Aufhänger, dass der Umzug genommen wird, sondern es geht die ganze Zeit um Orientierung. Wie finde ich mich zurecht? Wo hat mir schon mal jemand geholfen, mich zu orientieren? Das wäre so eine Anforderungssituation als existenzielle Lebenssituation. Ich denke aber, dass eine Anforderungssituation in Religion auch noch mal einen Schuss tiefer gehen kann, also dass durchaus auch religiöse Fragen, Sinnfragen auch Anforderungssituationen sein können, wie sie zum Beispiel auf den philosophischen Seiten immer angesprochen werden, wo jetzt also nicht für alles eine Gebrauchssituation genannt wird, sondern wo auch einfach mal das, ja, das Nachdenken über das Leben an sich sozusagen oder über Gott provoziert wird. Ich denke aber, die Mehrzahl sind Anwendungssituationen auf der Ebene, was ich eben erzählt habe, mit dem Umzug.
Ist das, was Sie fragen wollten oder gefragt haben oder Ich möchten? schieße noch mal nach, ja, gibt es einen Unterschied zwischen Anforderungssituation und Anwendungssituation oder sind das einfach unterschiedliche Sprachregelungen? Das eine bedingt das andere, ne? Also die Anforderungssituation würde ich so interpretieren als die Situation, in der die Frage aufbricht. Warum frage ich überhaupt nach Orientierung? Wo wird das besonders wichtig für mich? Jetzt mal auf das Beispiel bezogen des Umzugs. Oder eben, ich komme an eine neue Schule, das wäre gleich das Beispiel, was ich dabei habe. Also ich komme an eine neue Schule als Fünftklässler. Das ist eine Situation, in der sich ganz viele Sinnfragen, Orientierungsfragen, wer bin ich eigentlich und bin ich gut genug für diese Schule und so weiter, sich stellen. Die Anwendungssituation, das klingt mir so ein bisschen nach hermeneutischem Unterrichten. Ich beschäftige mich mit einem Traditionsstoff, mit einer biblischen Geschichte und was und gucke dann, wo kann ich die im Leben anwenden. Also ich denke, die Anwendungssituation bedarf einer Anforderungssituation. So verstehe ich Kompetenzorientierung. Dass zunächst eine Situation da sein muss, wo die Frage aufbricht und dann kann der Unterricht im besten Falle helfen, in dieser Situation auch das Gelernte anzuwenden. Aber eben, da habe ich auch neulich Bernhard Ressler wieder in einem ganz tollen Vortrag gehört, nicht in diesem ganz platten Sinne, ich brauche das jetzt, um diese Situation zu bewältigen. Und kann dann hinterher sagen, ich habe diese Kompetenz erworben, sondern auch in einem tieferen Sinne auch der Haltungen und der Einstellungen, die nicht alle abprüfbar sind. Es wird also bei uns immer wahnsinnig viel diskutiert, auch in den Lehrplankommissionen, wie abprüfbar sind Kompetenzen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich waren Sie auch schon an dem Punkt. Eine Meldung habe ich mir noch notiert. Ja, Sie haben in dem Vortrag erwähnt, dass Sie so ein bisschen dieses Rallye-Stunden-Ich brechen wollen, das die Schüler in diesem Alter oft so haben. Ja. Da hat ein Teilgeber gefragt, warum soll man das brechen? Ist es nicht fein, dass Sie da sozusagen noch aufnahmebereit sind? Ja, weil also mir ist es ganz viel wert, mit den Kindern zu sprechen, wie sie wirklich sind. Also mir keine Kinder hinzukonstruieren, die in die Religionsstunde passen und umgekehrt auch, wenn ich ihnen begegne, dass sie mir die Dinge sagen, die sie wirklich denken. Und natürlich ist es nett, dass sie, wann immer es geht, Jesus oder Gott antworten, aber sie gehen dann aus der Klasse raus und haben eine ganz, ganz andere Lebenswelt. Und ich erlebe es, dass die Kinder sehr dankbar und sehr fröhlich sind, wenn sie gemerkt haben, dass sie mit Hilfe, ja, der Art von Unterricht und mit Hilfe des Buches, dass sie sagen dürfen, was sie denken. Und das spiegeln sie auch oft zurück. Hier darf ich mal sagen, was ich wirklich denke. Herr Lehnhardt möchte das auch tun. Er hat sich zu Wort gemeldet. Bitte, ich glaube, es Ja, ich hören würde kaum. gerne noch etwas zu dem letzten Punkt sagen, Anwendung und Anforderungssituation. Also ich stimme Frau Grill da sehr zu, dass also die Anforderungssituation sozusagen erstmal den Raum öffnet, in dem Fragen entstehen können und entstehen müssen ja auch. Denn Kompetenzen sollen ja dazu dienen, sich mit solchen Anforderungssituationen auch auseinandersetzen zu können und zwar auch fachlich und fundiert auseinandersetzen zu können. Bei der Anwendungssituation würde ich ein bisschen anders votieren. Also ich glaube schon, dass im Religionsunterricht auch dezidiert etwas gelernt werden muss und werden soll. Das heißt, ich muss also tatsächlich auch am Ende einer Unterrichtsreihe oder eines Halbjahres sagen können, was haben die Schüler denn wirklich tatsächlich gelernt? Es geht nicht nur darum, dass sie in einer Art Dauerreflexion im Religionsunterricht sich befinden und am Ende haben sie zwar irgendwas reflektiert, aber im Grunde ist nichts konkret dabei herausgekommen. Also insofern würde ich diese Anwendungssituation schon auch als eine Art von Prüfaufgabe
Lernerfolgskontrolle, könnte man auch sagen, verstehen. Das heißt, am Ende sollen sie tatsächlich zeigen, ob sie mit einer bestimmten Anforderungssituation auch zurechtkommen, ob sie da von fachlicher Seite aus tatsächlich Methoden, Inhalte, Wissen nachweisen können, dass es ihnen erlaubt, mit dieser Anforderungssituation auch wirklich umzugehen. Also ich weiß natürlich auch, dass nicht alles und vielleicht auch Wichtiges im Religionsunterricht nicht überprüfbar ist, das ist klar. Aber ich möchte schon darauf bestehen, dass also im Religionsunterricht tatsächlich auch gelernt wird. Wenn das nicht der Fall wäre, müssten wir uns aus der Schule verabschieden. Ja? Also wir können nicht einfach für den Religionsunterricht so eine Art von esoterischem Raum geltend machen und sagen, ja, im Religionsunterricht ist das alles ganz anders als in anderen Fächern. Das geht nicht. Sondern wir müssen uns tatsächlich auch den Anforderungen der Schule stellen. Die Schüler müssen tatsächlich auch in einer konsekutiven Weise Wissen verwenden können und auch tatsächlich nachweisen können. Ich vermute aber, dass ich damit Frau Grill auch nicht sehr weit auseinanderliege. Gut, danke. Bin ich schon wieder hörbar? Ja. Ja, direkt dazu natürlich, Herr Lehnhardt, Sie vermuten sehr richtig. Ich bin nach Anwendungssituation gefragt worden und nicht danach, ob man im Religionsunterricht was lernt. Selbstverständlich lernt man im Religionsunterricht etwas. Ich habe bei Anwendungssituation an eine außerunterrichtliche Anwendungssituation gedacht. Da, das kann mal sein, also da müssen wir einfach nochmal drüber nachdenken. Der Religionsunterricht ist ein Sonderraum und ich kann im Religionsunterricht wahrnehmen, was im Religionsunterricht gelernt wurde. Eine Anwendungssituation im Religionsunterricht, ja. Die Anwendungssituation außerhalb des Religionsunterrichts in der Lebenswelt, das würde ich jetzt ganz differenziert sehen und müsste man ein bisschen mehr Zeit haben, drüber zu reden. Aber im Idealfall. Christian hat noch eingebracht die Idee, man könnte ein Prüfprojekt machen, statt einer Prüfaufgabe. Was wäre das zum Beispiel? Christian, schreibst du was in den Chat oder magst du direkt was sagen? Er schreibt euch, ich war gerade weg, okay. Ja, Herr Lehnhardt hat sich nochmal zu Wort gemeldet. Ja. Bitte schön. Herr Lehnhardt, Sie können sprechen. Jetzt bin ich hörbar, glaube ich, ne? Ja, jetzt sind Sie hörbar. Ja, okay. Ja, Frau Grill, also Anwendungssituation, wenn man das auf Situationen außerhalb der Schule bezieht, da wäre ich auch sehr skeptisch, nicht? Aber das ist natürlich grundsätzlich erstmal bei allen anderen Fächern auch der Fall. Nicht? Also wenn Sie Mathematik haben oder Erdkunde oder was auch immer, da haben Sie auch Situationen, die fiktiver Art sind, die virtueller Art sind, an denen das Gelernte überprüft wird. Das hat auch nicht unbedingt sofort einen Konnex zur außerschulischen Situation. Nicht? Also ich glaube, da spielt es der Religionsunterricht keine besondere Rolle. Das ist wie in anderen Fächern auch. Ne? Aber es ist schon so, dass in der gestellten Welt der Schule tatsächlich eine Situation von der Lehrkraft bereitgestellt wird, an der Schüler nachweisen können, was sie gelernt haben. Nicht? Und diese Situation ist nicht einfach eine abstrakte Situation, sondern sie soll natürlich schon auch eine möglichst lebensnahe Situation sein. Das machen Sie aber im Ortswechsel ja genauso. Ja? Also Sie haben ja sehr lebensnahe Situationen, an denen Schüler dann am Schluss auch zeigen können, wie sie reflektieren und was sie gelernt haben. Gut, danke schön. Ja. Bin ich hörbar? Bitte, ja. Also in dem Zusammenhang auf jeden Fall, das ist, was ich vorhin sagte, diese Zusammenhangsseiten. Also am Ende des Themas Religion und Toleranz machen die Schüler oder fiktiv auf dieser Seite ein Schulprojekt für Toleranz. Also das wäre dann auch, das wäre dann aber kein Prüfprojekt, sondern eher ein Anwendungsprojekt. Aber man könnte es sicher zum Prüfprojekt transformieren. Oder
bei unserem Beispiel jetzt hier Exodus geht es am Schluss um Abschiedsgrüße. Also warum sagt man eigentlich Tschüss? Warum sind in fast allen Abschiedsgrüßen, ist da irgendwie Gott dabei? Sollen die Schüler darüber nachdenken? Also das, wo es gelungen ist und wo solche Anwendungssituationen da sind, wie gesagt, das ist das Prinzip dieser Schlussseiten. Also das sind ganz gut, ein Blick auf die Zeit belehrt mich, dass wir jetzt besser weitermachen. Wir werden im Anschluss dann noch Raum für Diskussionen und Fragen geben. Also dann würde ich jetzt einfach mal zeigen, wie ich, also jetzt wirklich auch in der Praxis, die ersten Stunden mit den Fünftklässlern verbringe. Sie finden diesen Unterrichtsentwurf dann auch auf der bayerischen Homepage vom Claudius Verlag als Unterrichtsentwurf, also auch mit dem Tafelbild und so da drin. Also das allererste Kapitel ist ganz kurz von Ortswechsel 5-6 und heißt auch Ortswechsel, und da geht es eben um den Ortswechsel der Kinder an die neue Schule, der ja sehr, sehr aufregend ist. Die philosophischen Fragen, die am Anfang stehen, wo bin ich zu Hause, wie kann sich derselbe Ort mal als Zuhause mal ganz fremd anfühlen. Also es geht um Heimatgefühle, um Fremdheitsgefühle. Wie kann ich Unsicherheit aushalten? Bin ich woanders anders? Und dann, was hat Gott mit meinen Ortswechseln zu tun? Hier habe ich jetzt mal die Kompetenzerwartungen aufgeschrieben, was man ja eigentlich immer nur für kleinere Einheiten kann. Die Schülerinnen und Schüler artikulieren ambivalente Gefühle, Erwartungen, Ängste angesichts der neuen Schulsituation. Hier ist die Kompetenz natürlich im Artikulieren gegeben, dass sie darüber auch bereit sind zu sprechen. Sie kommen, das steht dann im zweiten, noch als Kommunikationskompetenz, sie kommen miteinander über ihre Gefühle, Erwartungen und Glaubensvorstellungen ins Gespräch. Jetzt kommt die Religion ins Spiel, in dem Sinne der Elementarisierung, beziehen Psalm 23 auf ihre Situation und gestalten ihn auf verschiedene Weise. Jetzt wird es schwierig, nehmen wahr, dass es in manchen Situationen schwierig sein kann, an Gott zu glauben, und tauschen sich über eigene Fragen und Zweifel aus. Und schließlich deuten Psalm 23 als Ausdruck eines Vertrauens, das schlimme Erfahrungen nicht ausblendet. Theologisch gesehen geht es hier also ein Stück weiter als in der Grundschule, in der, also zumindest da, wo ich arbeite, dieser Psalm schon bekannt ist, und wir da jetzt ein Stückchen tiefer gehen. Dies ist die erste Doppelseite dieses Kapitels. Da werden gleich die Seiten nochmal einzeln gezeigt, nur so, dass Sie es jetzt mal als ganzen Raum sehen. Die Ambivalenz des Ortswechsels symbolisiert links am eigenen Zimmer, rechts an der neuen Schule, also die Fremdheit der neuen Schule. Dazu wird ein Ausschnitt aus Harry Potter abgedruckt. Das Ganze jetzt nochmal größer. Das ist jetzt die Reihe mit die Seite mit dem eigenen Zimmer, also ein typisches Kinderzimmer. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben dieses Zimmer, sie rätseln ewig rum, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, und deuten jedes Detail, ist er oder sie ordentlich oder nicht, was sind seine Hobbys und so weiter. Sie finden hier schon so einige sogenannte freie Zitate: mit der Tür ins Haus fallen, keinen Fuß vor die Tür setzen, die Schülerinnen und Schüler schon dazu anregen sollen, jetzt auch über die Bedeutung dieses Zimmers nachzudenken. Und das Schild hier ist eine kleine Problemanzeige. So schön es in dem eigenen Zimmer ist, so gibt es doch auch immer Konflikte um das Zimmer. Zum Beispiel, wenn die kleine Schwester ständig reinkommt, ohne zu klopfen. Also man könnte Stunden drüber reden, so sehr können die Kinder von dieser Erfahrung erzählen. Auf der nächsten Doppelseite gibt es Aufgaben dazu, mein Zimmer. Die prominenteste Aufgabe ist die erste, die können Sie jetzt wahrscheinlich nicht lesen. Also ich bitte die Kinder auf die nächste Stunde, entweder das eigene Zimmer zu zeichnen oder ein Foto davon zu machen oder von einer Ecke dieses Zimmers. Und das gibt uns dann Gelegenheit, dass sie einander vorstellen. Sie zeigen ihr Zimmer, sie sagen, was ist ihr Lieblingsspielzeug und was ist die Kuschelecke und was ihnen immer wichtig ist in diesem Zimmer. Man muss dazu natürlich je nach Klassengröße wirklich eine Menge Zeit einplanen, aber die ist auch wichtig am Anfang des Schuljahres und am Anfang einer langen Lerngemeinschaft, zumal es ja nicht immer die Klassen sind, die da zusammen sind in Religion.
Wir haben auf dieser Seite auch einiges, was das eigene Zimmer durchaus auch in unterschiedlichem Licht sehen lässt. Wir wollen also jetzt die Gefühle herausarbeiten, die man mit dem eigenen Zimmer verbindet. Geh auf dein Zimmer, das wäre jetzt eher ein schlechteres Gefühl, nicht? Man ist auch manchmal isoliert auf seinem Zimmer, wenn man krank ist oder wenn man aufs Zimmer geschickt wird. Aber es ist auch ein Ort ganz für mich alleine, also ein Ort, an dem man geborgen ist, an dem man gern ist, an dem man sich zurückziehen kann, Musik hören und alles. Und es geht wieder, wie vorhin bei der Gottesdoppelseite, um sowas, ich nenne es einfach mal Ambivalenzkompetenz. Also auch um dass die Kinder lernen, dass eine Sache zwei Seiten hat und dass sich das nicht widerspricht und dass man beides zusammendenken kann. Also mein Zimmer, Ort des Zurückziehens, Ort des Vertrauens, aber auch manchmal Ort von Problemen. Auf der anderen Seite der fremde Ort. Harry Potter in der Zauberschule, alles, Sie kennen das ja sicher alle, was da alles passiert und alles ist merkwürdig, wechselt den Platz, die Treppen verschwinden immer wieder. Und hier ein paar typische Bilder von Schulen. Und auf der dazugehörigen Aufgabenseite geht es nun darum, sich in der neuen Schule zurechtzufinden. Zum Beispiel der Grundriss, zum Beispiel Orte an der Schule, wo man sich wohlfühlt, wo man sich fremd fühlt. Wie ging es dem Kind am ersten Schultag? Die Situation vor der Schultür. Sind also ganz, ganz viele Aufgabenstellungen, die die Kinder dazu anregen sollen, die Gefühle jetzt auch in dieser neuen Schule zu artikulieren. Hier haben wir wieder diese sogenannten freien Zitate. Das sind alles Zitate, die jetzt also meine Schüler in echt gesagt haben. Ein komisches Gefühl, Angst und zugleich Schmetterlinge im Bauch. Das wäre ja diese Ambivalenz am fremden Ort. Das wäre jetzt mal so ein Tafelbild, was man dazu machen könnte, ne? Die auf einer großen Querseite. Mein Zimmer, es ist kuschelig und so weiter, aber man kann dort auch einsam sein. Also auch der vertraute Ort ist ein ambivalenter Ort. Die neue Schule, das ist jetzt meine Schule. Alles ist fremd, man verläuft sich, man kennt niemanden, aber das ist auch spannend. Man hat Schmetterlinge im Bauch, man ist neugierig. Also Lernziel auf dieser Seite, zu sehen, dass es ambivalente Gefühle sind, die sowohl im vertrauten Raum als auch in der neuen Schule sind und miteinander darüber sprechen und darüber einfach miteinander ins Gespräch kommen. Jetzt kommt die Religion ins Spiel mit Psalm 23. Wir haben hier auf der linken Seite so eine Baldermannartige Seite gemacht. Es gibt aber diese Seite auch ohne die Kommentare, weil manche diese Kommentare natürlich gern auch erst mit den Schülerinnen und Schülern erarbeiten. Gibt es sie also auf der CD ohne Kommentare. Und wir haben rechts Aufgaben zu diesem Psalm und aber auch Bilder, die diesen Psalm dann in hohem Maße in Frage stellen oder vertiefen. Das ist jetzt wieder so eine typische Raumseite. Man könnte anfangen mit dem Psalm, also ihn zu lesen. Manche können ihn ja schon aus der Grundschule. Hier sind so Bibliodrama ist jetzt zu viel gesagt, also so Arten, wie man kreativ den Psalm zu Gehör bringen kann. Leise Sätze murmeln, einer spricht drüber, also etwas Gestalterisches, so könnte man den Psalm auch lesen. Man kann den Schülerinnen und Schülern einfach nur diese Doppelseite zeigen und sagen, liest mal die Kommentare und schaut, wo euer Auge hinfliegt. Also das ist immer so eine Frage, die ich gern zu diesen Doppelseiten stelle. Es gibt nach meiner Erfahrung sehr, sehr intensive Gespräche. Die Theodizee-Frage wird hundertprozentig im Mittelpunkt stehen. Das ist für die Schülerinnen und Schüler eine Frage, auch schon in dem Alter. Und die Kommentare ermutigen sie, dass sie sie auch stellen dürfen. Es sind schon viele Menschen in der Wüste verdurstet. Wo war Gott da? Es gibt auch Möglichkeit zum Widerspruch, wenn ich doch auf die schiefe Bahn gerate. Es ist auch Möglichkeit, den Geist des Psalms ein bisschen in Frage zu stellen. Man soll ja eigentlich gar keine Feinde haben. Wieso im Angesicht meiner Feinde? Und es ist ein Aufhänger, wo man die symbolische Sprache mal erklären kann oder klären kann, ob die Kinder sie schon verstehen. Bin ich jetzt ein Schaf? Also
Was heißt das? Der Herr ist mein Hirte. Die Kommentare geben also Anlass, solche Fragen auch zu besprechen. Man könnte aber auch, wenn vor allem dann, wenn die Kinder den Psalm schon kennen, mit so einem Bild anfangen. Das ist allerdings sehr hart, nicht ein Fahrradunfall. Und die vielen, vielen Fragen, auch die Fragen an Gott, die sich stellen, wenn dann doch tagtäglich sowas passiert. Man könnte fragen, warum hat sich dieser Motorradfahrer dieses Nummernschild gekauft? Ist er jetzt sicher? Wird ihm sowas nicht passieren? Man könnte dann den Psalm dazu nehmen, dazu legen, sprechen, hören und fragen, wie passt das jetzt zusammen? Also viele Möglichkeiten. Natürlich haben Sie auch wieder eine Info rechts oben, weil man ja schon mal wissen soll, was ist ein Psalm. Und Herr Lehn hat ja sehr richtig gesagt, man soll im Religionsunterricht auch was lernen. Aber man soll eben meiner Meinung nach hier vor allem das lernen, dass es diesen Psalm gibt und dass es diese Situationen gibt. Und wie kriege ich beides zusammen? Das Merke gibt da also einen Hinweis, den man diskutieren könnte, der aber natürlich keine Lösung bietet. Ich merke schon, das finstere Tal bleibt mir nicht erspart, aber ich muss nicht allein dadurch. Auch dieses erste, ja ganz, ganz kurze Kapitel, was jetzt vielleicht 4, 5, 6 Stunden höchstens in Anspruch nimmt, hat so eine Zusammenhangsseite. Das ist jetzt, um wieder auf die Diskussion von zurückzukommen, eigentlich keine, das ist jetzt definitiv keine Lebenssituation, sondern es ist eine Unterrichtssituation. Wir haben ja noch nicht viel gelernt und deswegen ist die Aufgabe jetzt, einen Umschlag für das Heft zu malen mit einer Szene aus der neuen Schule, auf die dann ein Vers von Psalm 23 einfach draufgesetzt wird. Damit ist dann das Heft, das eigene Heft, jedes Heft ist anders und das bedeutet für die Kinder schon sehr viel, so ein Heft zu haben, ja, über dessen Umschlag sie sich selber Gedanken gemacht haben. Ja, es ist also eine Anwendungssituation, die jetzt den Religionsunterricht selber zum Mittelpunkt hat. Das ist dann in anderen Kapiteln anders, wo dann eben auch mal außerschulische Anwendungssituationen thematisiert werden. Ja, das war jetzt dieser kurze Einblick, den Sie, wie gesagt, schriftlich etwas ausführlicher noch auf der Homepage finden. Aber wir wollen ja noch ein bisschen reden, glaube ich. Ja, ein bisschen ist es jetzt am Schluss darum gegangen, um die Frage der christlichen Profilbildung oder der christlichen Profilierung. Die Frage, werden religiöse Quellen hier als Aufhänger verwendet, um über das eigene Leben zu reden? Wie steht das mit der christlichen Sozialisation und dem Religionsunterricht? Allgemein. Ja. Also zunächst so die Frage, ob hier christliche oder religiöse Quellen einfach als Aufhänger genommen werden, um zu reflektieren über das eigene Leben. Da gab es verschiedene Meldungen dazu, von wegen, wenn das gelingt, ist es ja schon gut so in die Richtung. Ja. Andererseits ist dann später die Frage nach der christlichen Sozialisation auch nochmal aufgekommen. Und also, ob das nicht zu wenig ist, wenn Quellen nur austauschbar sind. Ich bleibe an dem Wort Aufhänger hängen, weil ich das nicht verstehe. Die biblischen Texte sind ja nicht ein Aufhänger, um über das Leben nachzudenken, sondern die biblischen Texte denken über das Leben nach. Also sie bringen das Leben mit Gott in Berührung, sie bringen das Leben mit Gott in Verbindung, sie deuten das Leben aus der Perspektive des Glaubens. Und das ist kein so oder so kein Aufhänger, sondern ich muss versuchen, im Unterricht diese Beziehung irgendwie herzustellen. Also das, was ich am Anfang an dem Ortswechselsymbol gezeigt habe, dass die Lebenswelt muss da sein, muss evoziert werden irgendwie und die christliche Tradition muss da sein. Das ist ein Stück religiöser Sozialisation. Ja, Christian hat sich selbst auch noch zu Wort gemeldet. Bitte, vielleicht magst du das gleich selbst so sagen. Vielleicht habe ich es auch nicht gut rübergebracht, keine Ahnung. Bitte. Von mir aus könntest du sprechen, Christian.
Dein Mikrofon ist aktiviert. Ist jetzt Mikro an? Ja, jetzt ist es an, jetzt höre ich dich. Gut, okay. Also ich habe das mit dem Aufhänger ja durchaus kritisch gemeint, weil ich das Gefühl hatte, dass viele Beispiele, die wir jetzt gesehen haben, eher so, wie soll ich sagen, das Religiöse als Interpretationsrahmen für Lebenssituationen verwendet werden. Und diese, ob das jetzt ein Psalm ist oder was anderes, lässt sich auch durch andere Texte, also die nicht religiös wären, ersetzen und könnte genauso gut in Ethik oder sonst wo eingesetzt werden. Und da habe ich nachgefragt, ob das genug ist in der Umgebung, wo also viele Jugendliche also kaum noch wissen, was das Christkind ist oder sowas, ne? Ist vielleicht auch wieder der Zusammenhang, was der Herr Lin hat gesagt hat, nicht so, wie ist das mit dem Wissen auch im Religionsunterricht, das wir doch auch erwerben sollten? Ich glaube, der Herr Lenhardt hat es in Richtung von schon von Kompetenzen gemeint. Also ist es quantitativ oder qualitativ gemeint? Das ist die Frage. Also ich würde sagen, qualitativ. Dieses Beispiel, was ich gerade gezeigt habe, kann nicht im Ethikunterricht seinen Platz finden. Denn hier geht es ja irgendwo um eine sehr fromme Stunde. Ne? Es geht irgendwo um die Zusage, dass Gott bei meinen Ortswechseln dabei ist, auch, sogar dann, wenn ein tiefes Tal dabei ist, um jetzt mal mit der Sprache der Psalmen zu antworten. Und das ist eine Zusage, das ist eine Aussage über Gott und die kann per se nicht in einem anderen Unterricht oder sie würde dann in literarischer Form oder so weiter vorkommen, aber sie kann nicht in Form eines Psalms vorkommen. Aber es ist, wenn Sie es quantitativ gemeint haben, brauche ich jetzt 6 Stunden, um an christlicher Tradition tatsächlich nur einen Psalm drin zu haben. Also wenn es quantitativ, wenn religiöse Kompetenz darin bestehen soll, viele christliche Traditionsstoffe zu kennen. Also wenn das die Frage war, dann würde ich sagen, ja, da habe ich mich für die Auswahl entschieden. Also für das wenige vertiefte, qualitativ dichte auch, in dem dann vieles andere eingefangen ist. Also ich finde, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das sticht schon. Also das sehe ich jetzt auch, aber ich weiß nicht, ob das, wie soll ich sagen, bei den Schülern ausreicht, sozusagen dieses Geborgen, da ist ja noch Gott und da darf ich mich geborgen fühlen. Oder ob man da nicht noch zupackender vorgehen muss. Aber das ist, glaube ich, eine Diskussion, die würde den Rahmen sprengen. Würde mich jetzt aber gerade interessieren, was Sie damit meinen. Ja, also ich denke schon, dass es, also jedenfalls versuche ich das in meinem Unterricht, ist eine wichtige Kompetenz der Aufbau, dass die Schüler sich also religiös sozialisiert fühlen und dass sie sich auch zu Hause fühlen in ihrem Glauben. Und da weiß ich nicht genau, ob das durch das Buch, ist das so intendiert und meinen Sie, dass so eine Kompetenz in dem durch das Buch auch erreicht wird? Zu Hause fühlen im eigenen Glauben. Also ich denke, der Religionsunterricht mit 2 Stunden in der Woche kann nicht eine, wie sie vielleicht irgendwann mal gewesen ist, kirchliche und häusliche Sozialisation ersetzen, wenn die überhaupt nicht da ist. Er geht andere Wege, also das Buch geht andere Wege, rechnet ganz bewusst auch mit Kindern, die nicht sozialisiert sind in der Religion so stark. Also rechnet auch mit dem weltlichen Kind, also es ist ein städtisches Buch, würde ich auch sagen, also es rechnet auch mit dem städtischen Kind, also selbst in Bayern sind in der Stadt die Kinder ganz kritisch und durchaus manchmal fern von der Kirche und lässt diesen Kindern auch Raum und da ist es dann schon ganz viel, wenn sie zum Beispiel einen Psalm nicht nur können, sondern auch irgendwie auf sich bezogen haben. Natürlich kommen dann noch andere Inhalte, nicht? Es kommen Traditionen wie Schöpfung, wie Exodus, Glaubensbekenntnisse, es werden auch den Kindern die lutherschen Auslegungen zugemutet. Es ist eine Menge Tradition drin, aber ich würde niemals sagen, wir können so eine kindliche Sozialisation ersetzen, die, ich weiß nicht, wann sie mal so gewesen sein soll, ich habe sie selber auch nicht erlebt, es ist dann in der Schule was anderes.
Okay, danke. Noch Fragen? Möchte sich noch jemand zuschalten kurz? Ja, na gut. Ich denke, damit haben wir auch die Zeit gut eingehalten. Ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Grilla-Hollinger, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch für die Präsentation, die Sie noch nachliefern werden, also die wir zur Verfügung stellen können. Und ich denke, und ich lade auch alle dazu ein, das hier Angerissene noch in den Blogbeiträgen und in den anderen Kanälen, die wir zur Verfügung stellen, noch weiter zu verfolgen. Erfahrungsgemäß passiert ja dann auch nachher noch einiges. Ich bedanke mich bei allen, die heute live dabei waren. Ich bedanke mich bei all denen, die sich das noch nachträglich anschauen werden und die mit uns einfach mit Open Rally unterwegs sind. Vor allem aber Ihnen, Frau Grill, auch einen schönen Abend noch und nochmals herzlichen Dank. Ja, auf Wiedersehen und viel Erfolg noch mit Ihrem Projekt. Danke. So, zum Abschied spielen wir nochmal unseren Jingle.